Hallo, liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. Ja, Freunde, wir machen weiter mit Altbier und zwar haben wir jetzt, ihr habt es am Titel schon erkannt, und zwar das Kürzer. Kürzer Brauerei, Kürzer Alt, so sieht das aus, mit einem schönen Etikett, wo man auch den Eingang, schätze ich mal, der Brauerei sieht. Auch wieder hier so eine edle Flasche mit so einem Bügelverschluss. Früher sagte man ja mal Gratterjahnverschluss, ne? Ja, 4,8% Umdrehungen, Wasser, Gerste, Malz, Hopfen haben wir drin. Ich bin gespannt, unser Beginn, den wir gestern hatten mit dem Altbier, das war ja schon wirklich sehr, sehr gut. Und hier, Tasting Glass ist wieder am Start. Und wie immer würde ich sagen, beginnen wir einfach mal, machen wir mal auf. Ich bin wieder ein bisschen vorsichtiger, wie gesagt, ne? Und dann lassen wir es mal lieber nicht ploppen. Aber hier kommt schön raus, Entspannungsverdampfung und lass mal laufen. Auch wieder ein bisschen dunkler, ist klar. Aber da kommt es auch ins Glas. Ich hoffe, ihr erkennt das. So, ich stelle es jetzt mal hier hin. Ist ein Bier, gibt sich als Bier zu erkennen. Welch Wunder. Und auch wieder ein sehr, sehr schönes Bier. Also auch hier, ich halte es mal rein. Wir sehen das, es ist richtig schön, ja, dunkelbraun, richtig kräftig, richtig deep geht's rein. Da unten erkennt man noch ein bisschen Karbonisierung. Die ist übrigens hier ein bisschen weniger als bei dem gestrigen. Und auch die Blume scheint hier ein bisschen weniger als das gestrige. Warum? Weil ich mache den Biertest gleich im Anschluss. Ihr habt einen Tag Pause gehabt. Aber da erkennen wir schon, für die, die sich das Video hintereinander angucken, dass hier jetzt ein bisschen wenig ist. Ne? Also einen Finger kriegen wir hin. Ist auch wieder cremeweiß, Cappuccino-Farben, aber der Zerfall, also wenn überhaupt, ganz knapp 90 Sekunden bekommen wir hin. Und dementsprechend, ja, würde ich da auch einen Punkt Abzug geben, weil gestern das Alte, das war ja wirklich so mit der Blume. Ja, was würden wir geben? Ich finde es trotzdem mal noch ansprechend. Ich gebe 4 von 5/6 möglichen Punkten für die Optik, für die Ästhetik. Ne? Komm, ich halte es nochmal rein, dass ihr das auch so seht. Ne? Nicht, dass ich hier losbrabbel und ihr seht gar nichts. So, so sieht das aus. Und würde ich sagen, checken wir mal das Bouquet ab. Ja, das ist übrigens ein bisschen intensiver als bei dem vorhin, beziehungsweise bei dem gestrigen Altbier. Hier geht es ein bisschen mehr in diese liebliche Richtung rein. Hier haben wir so das, wo wir sagen, ja, das geht schon so ein, vielleicht sogar ein Honigflavor, vielleicht sogar ein bisschen Karamellmalz, so in diese Richtung. Ja, und ein bisschen Hopfigkeit kannst du auch rausriechen, Hopfenfloralität, ne? Also auf jeden Fall ein lieblicheres bis hin zum süßlicheren Bouquet, würde ich sagen, vom, wo du merkst halt, okay, da ist jetzt nicht so diese brotige Würzigkeit, wie wir gestern hatten. Hier ist wirklich eher so dieses typische, was wir vom Malz her kennen. Ich gehe so weit, dass ich sage, das ist so wie eben diese Storkriesen, diese typischen, ja, Malzbonbons, so in diese Richtung. Vielleicht nicht ganz so extrem, aber geht deutlich in die Richtung. Ist auch lecker. Ist auch lecker. Mag ich irgendwie auch. Also das war beides gut bis jetzt. Wenn ich jetzt so richtig meinen Riechkolben da reinhalte, auch ist auch gut. Also, doch, puh, das ist aber schön. Also auch Würze ist drin. Freunde, möchten wir probieren? Boah, probieren wir mal. Der Antrunk, ihr Lieben, auf euch, zum Wohl, auf das Bier und auf den Genuss. Oh, oh, das ist aber, ja, beim Antrunk merkst du schon sofort, das ist, geht in eine ganz andere Richtung. Das geht in eine ganz andere Richtung. Gestern hatten wir das Füchschen-Alt übrigens gehabt. Das hier, dieses, wie heißt es noch gleich, Kürzer, das Kürzer-Alt, geht in eine ganz, ganz andere Richtung rein. Und das merkst du auch. Erstmal ist es viel offenbarer. Das heißt also, beim Antrunk merkst du schon, es offenbart sich komplett. Das war gestern bei dem nicht so. Ja, ich gleiche das jetzt immer ein bisschen ab, dass wir auch mal gleich so eine Art Direktvergleich haben. Hier bekommst du sofort volle Packung. Antrunk, erster Schluck auf der Zunge, bam, hier bin ich, selbstbewusst, und dann präsentiert es auch wirklich den kompletten Malzkörper, komplett abgedeckt, ja. Bevor wir dazu kommen, gehen wir aber ganz klassisch erstmal auf die Attribute ein, gemütlich oder dynamisch, und auch in diesem Fall, auch wenn es wenig Alkohol hat, auch wenn es ein bisschen, ja, schlanker daherkommt, würde ich trotzdem sagen, ist es ein gemütliches Bier, einfach weil eben diese Aromaspitzen enthalten sind. Und dementsprechend sollte es eine gewisse Temperatur auf der Zunge und im Mundraum anziehen, weil dann hast du einfach mehr davon, dann wirst du einfach mit einem besseren Geschmack, mit besseren Aromen belohnt. Von daher Attribute ganz klar gemütlich behandeln. Ja, also Zeit geben, so ein Bier braucht Zeit. So,
Dann habe ich schon erwähnt, Offenbarung, also eine komplette Offenbarung. Da wird jetzt nicht irgendwie nacheinander was kommen, was sich entwickelt. Da ist BAM sofort erstmal volle Aromapackung auf der Zunge drauf. Ist natürlich ein Pluspunkt. Ne? Also man kann sagen, ja, so ein Spannungsbogen, ne, beim Bier kann man ja auch vom Spannungsbogen sprechen oder darüber diskutieren, ob das was Tolles ist, dass sich die Aromen nacheinander langsam entwickeln, ja, und entfalten, oder ob das alles sofort da ist. Hier in diesem Fall ist alles sofort da. Zumindest ein ziemlich großer Teil, und zwar absolut Malzkörper. Lieblichkeit, Honigflavor, wie man auch schon beim Bouquet herausgerochen hat, hast du hier so diese Karamellmalze, die sich völlig offenbaren, also die sind sofort da, wird dennoch von einer gewissen Würze ummantelt, ja, also das merkst du schon, der Charakter vom Altbier ist da, Brotigkeit, Getreidigkeit, vielleicht ein bisschen sekundär, und dann diese würzige, ne, diese Brotkruste frisch aus dem Ofen raus, schön hast du dann da drin. Wir erkennen es auch an der Farbe. Ne? Da sind schon wohl wieder diese Röstgeschichten dabei, die auch Würze und Säure mitbringen. So, das also erstmal vom Antrunk. Da ist eine ganze Menge los, Freunde. Da passiert eine ganze Menge. Stellt sich erstmal sehr, sehr selbstbewusst vor. Ne? Und habe ich schon erwähnt, dass es lieblicher ist. Also ist aber, glaube ich, klar, weil ja, Karamalz ist nochmal ein bisschen lieblicher. Ja, riechst aber auch raus, ne? Da ist ein Duft, oder? Honig. Lieblichkeit, Würze, Honig. Holzig, ganz klassisch, rustikal, wie Altbier sein soll. Wir haben schon Körper drin. Jetzt kommt er. Und da ist er auch schon. Hopfen ist auch da. Meldet sich ziemlich spät, sehr dezent, sekundär im Hintergrund. Merkst aber eine gewisse Floralität, die dann auch auf der Zunge auf jeden Fall sich nochmal ja, ein bisschen breiter macht. Gerade im Abgang beim Runterschlucken merkst du es. Es hat den Charme von einem rustikalen Altbier. Ganz traditionell. Aber ich finde, durch diese Textur in Abstimmung mit der Rezeptur ist es auch irgendwie ein bisschen so eleganter. Ne? Das ist so ein bisschen, erinnert mich schon fast an Craft Beer. Das ist schon wieder so ein bisschen auch so, damit lockst du auch so die, die vielleicht nicht so gerne Altbier trinken, die lockst du auch nochmal so hervor, weil das eben ein bisschen creamy. Es ist ein bisschen, ja, ich sag mal modern, ne, moderner ist der falsche Ausdruck. Das ist so ein bisschen pfiffiger, ja, zusammengestellt von der Rezeptur. Das ist so irgendwie. Es geht so einen ganz eigenen Weg beim Altbier. Finde ich gut. Also es ist irgendwie, das holt auch die Leute ab. Vielleicht einsteigerfreundlich. Ein einsteigerfreundliches Altbier. Vielleicht könnte man es so definieren. Ich mag's, Freunde. Ich mag das auch. Ja. Hoch. Ja. Mhm. Müssen wir bewerten. Ich gebe, Freunde. Mir schmeckt das. Freunde, mir schmeckt das auch. Ich gebe hier 5 von 5, / 6 möglichen Punkten. Absolut lecker, Freunde. Das ist absolut lecker. Ich würde sogar empfehlen. Kannst auch deinen Gästen anbieten. Ich finde, das ist in Ordnung. Das passt. Würde ich auch sogar eine zweite Flasche von trinken. Das war's gewesen mit diesem Biertest, Freunde. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zum nächsten Mal. Ciao, der Biersüffler.